Wir spielen hier Wordle. Du hast hier 6 Versuche, das deutsche Wort herauszufinden mit 5 Buchstaben. Zum Beispiel Polen, ne? Als Beispiel Polen. So, wenn das nicht das gesuchte Wort ist, ist klar, ne? Es gibt 11.000 schieß mich tot Wörter im deutschen Bereich, was mit 5 Buchstaben ist. So, ist aber jetzt zum Beispiel ein O dabei, dann irgendwo im gesuchten Wort, dann wird das gelb markiert. Das heißt, aha, irgendwo in dem gesuchten Wort ist dann, wie zum Beispiel dann Bohne, wäre denn das O. Ist das O an der richtigen Stelle, wird das grün markiert. Und wir wissen dann schon mal, da ist zum Beispiel, da gehört ein O hin. So, du kannst ja mal ein Wort vorschlagen. Und dann sehen wir mal, was passiert. Nenne mir ein Wort, ein deutsches Wort, mit 5 Buchstaben. Irgendwelches. Irgendeins. Was dir in den Kopf vorkommt. Irgendein Wort. Normalerweise gibt immer das Schwein ein Wort vor und dann rätseln wir immer zusammen. Was ist das denn für ein Wort? 5? 5, glaube ich, gibt es nicht. Ja doch, gibt es doch. Ja, aber davon ist nicht ein Buchstabe dabei. Also wir suchen kein Wort mit F. Kein, also, ne? Die Buchstaben sind nicht drin. So, die werden auch ausgeblendet. Das heißt, nur noch mit dem weißen Buchstaben brauchen wir jetzt ein neues Wort. Ohne ein E, ohne ein N, ohne ein U, ohne ein F. Zum Beispiel, also eine Biene geht nicht mehr, weil ein E und ein N ist hier raus. Wir brauchen jetzt ein deutsches Wort mit 5 Buchstaben, ohne die zuvorigen Buchstaben. Ohne E schon hart. Ja, das wird. Ich habe auch. Das ist schon. Das geht. Weil du hast ja noch das A und das I und das O als Vokal, ne? Nur weil ein E jetzt raus ist, ist das ja noch nicht unlösbar. Da gibt es ja jetzt noch tausende Worte. Wie zum Beispiel. Ernst kommt halt in fast allen Deutschen vor. Ja, du hättest ja Ernst nehmen können. Du hast dich aber für 5 entschieden. So, jetzt lass mal ein neues Wort nehmen. Brauchen wir ja sowieso. Wir brauchen jetzt ein Wort. Hier, ich sag jetzt mal Milch. Milch. Ich sag jetzt mal mehr. Ernstl. Aber Ernstl sind 6 Buchstaben. Wenn, dann Ernst. So, Milch. Ich bin so gut. Das M, I und L ist schon mal an der richtigen Stelle. Wir suchen also ein Wort mit Mil. Ich bin so gut. Ich bin sowieso richtig gut in dem Spiel. So. Was sind die letzten 2? Mil. Na, eine Milbe geht ja auch nicht. Eine Milbe geht ja nicht, weil das E ist raus. Mil. Milch. Ja, welche Wörter gibt es denn noch mit Milch? Ja, nicht als Wort, sondern die Buchstaben kommen halt in den meisten. Achso, so meinst du das? F. Ja, Milf. F ist schon raus. Und Milf besteht nur aus 4 Buchstaben. Mil. Kennst du ein deutsches Wort mit Mil? Außer Milch. Oh, Milch. Oh, ich hab schon gedacht, ich hab direkt getroffen, ne? Das wäre so geil gewesen. Milka. Die Milka-Schokolade. Ja, existiert natürlich nicht. Weil das sind 4 gute Buchstaben. Streng dich doch jetzt mal ein bisschen an, ja. Das ist so ein Ding, das kann man, macht man zusammen, ne? Kann man gut zusammenarbeiten. Ein Wort. Ja, Milch, Milka, was gibt's denn noch? Lalita, erzähl mal, was gibt's noch? Mill. Deutsches Wort, Mill. Gibt's denn noch für Wörter? Mill.
Ah, das ist aber schwer, ne? So viele Wörter gibt es ja gar nicht mit Mill. Mill. Die Mille geht ja auch nicht. Die Mill. Kennst du kein Wort? Kein deutsches Wort mit Mill? Warum war es nicht einfach die Milch? Jetzt ist nämlich das schwere Wort. Nicht hier bei 5, wo das eh nicht mehr drin war. Schwere ist ja jetzt. Warum ging nicht einfach Milka? Schade. Milt? Die Milz. Milz. Ah, nee, gar nicht. Milz wird ja so geschrieben, ne? Die Milz. Die Milsa. Milsa gibt es nicht, ne? Und es ist etwas mild. Und Milz. Die Milder. Miliz. Wehe, du hast gegoogelt. Wehe, du hast gegoogelt. Hast du geschummelt? Okay, 1-0 für dich. Ich mache immer 5 Runden. Das war 1-0 für dich. Also Chat 1, Hase 0. Okay, nächstes Wort. Schlag einen Buchstaben vor. Schlag ein Wort vor mit 5 Buchstaben. Ein neues Wort. Nicht 5. Ich hoffe, du hast die Miliz aber selber herausgefunden. Ernst. Das N ist an der richtigen Stelle, das E gehört irgendwo hin. Ein Wort mit hier einem N. So, es könnte mit einem E enden zum Beispiel. Ich sag mal, E geht ja gar nicht. Biene geht ja gar nicht. Bohne geht auch nicht. Das N muss ja da stehen. Also das E muss nicht da stehen, aber das E kann auch hier stehen. Nur nicht hier. Das E kann auch hier stehen. Oder auch hier. Ja, also. Ich denke mal, das Prinzip hast du verstanden. Jetzt muss man ja ein deutsches Wort finden, wo in der Mitte ein N ist. Wäre hier ein N, wäre das viel besser. Agnes. Also das Agnes geht nicht, das S ist ja raus. Das S ist raus. Hast du nicht aufgepasst? S ist raus. Kein S für dich. Hast du kein Geld für ein S? Wie wäre es mit Binde? Die Binde. Ah, okay, kein E am Ende. Aber die Binde war auch gut, oder? Sag mal ehrlich. Besser als Agnes. Weil das S war ja schon weg. Okay, das heißt, das E muss ja hier oder hier stehen. Also so zum Beispiel. Oder halt hier. Welches Wort gibt's denn noch?
Ich war. Der Penis ist es natürlich auch nicht. Weil das S ist ja raus. Und das I ja auch. Aber ich hätte auch Penis nehmen können. Gibt's denn noch so? Was gibt es denn noch so? Genom. Genom. Würde passen. Kein O, kein M und E ist an der falschen Stelle. Das heißt, wir wissen jetzt schon mal, N und E gehören dahin. Hier gehört ein E hin. Und wir haben nur noch 3 Versuche. Und kein G, kein O, kein M. Was könnte denn jetzt noch am Ende stehen? Vielleicht noch ein N. Und dann? Also womit soll das aufhören? Mit einem L vielleicht. Vielleicht hört das mit einem L auf und dann... Panel. Panel? Gibt es nicht, ne? Kanel? Kanel gibt es auch nicht, oder? Gibt es kein Kanel, ne? Aber Kanal hätte es geben können. Fahnel, Warnel, Zahnel. Okay, vergessen wir mal im L. Vergessen wir mal das L. Panel ist zumindest nicht deutsch. Ja, wir suchen ja aber deutsche Wörter. Deutsch! Wir suchen Deutsch! Es war ja auch mit dem L, war das ja auch jetzt nur ein Vorschlag. Ne? Es kann ja auch immer noch ein N sein. Und dann? Wenn es ein N wäre, Hunen. Ohne ein Zwischenhaar. Punen. Kuhnen. Lunen. Lahnen. Kahnen. Panen. Bahnen. Zahnen. Weiß ich nicht. Könnte aber auch mit einem... Ja, ist ja, kann ja fast eigentlich nur noch mit einem L enden. Oder mit noch einem N, ne? Ich habe so das Gefühl, dass hier ein A reinkommt. Frag mich nicht warum. Weil ich bin immer der Meinung, es muss mit einem starken Vokal anfangen, wie wa oder weh oder wo oder wu. Und dann flacht das runter und dann geht das ja, weil hier ja ein E sein muss, geht das wieder hoch. Nee, und dann flacht das wieder ab. Also gehe ich mal davon aus, irgendwie so. Und dann Warnel, Zahnel, Panel, Kanel, Lanel. Gibt's das Wort? Ja. Gibt's das Wort? Ja, okay. Ja. Also ein A ist drinne. Ein A ist drinne. Ja, und N und E war ja sowieso klar. Mit einem A kannst du nicht mehr enden. Also muss es ein Wort sein mit Ang. Nee, die Angel wäre nicht. Ich wollte gerade sagen Angel. Okay. Es beginnt mit A. Aunen. Die Aunen? Gibt es die Aunen? Ist das hier Herr der Ringe? Nee. Weil im deutschen Wort endet ja kein Wort mit EA am Ende. Also muss das A ja hier sein. Ausschlussverfahren, ne? Aunen. Hätte ja sein können. Dann gib doch mal ein besseres Wort. Ich habe dir jetzt schon 3 Wörter hier vorgegeben. 3 Buchstaben. Ag.
Ist das ein K zum Beispiel? Akne? Aknen? Die Aknen? Nee, gibt es nicht. Die Ahnen. Die Ahnen. Ich hatte zuerst. 1-1. Bam, ich hatte zuerst. So, nächste. Dann muss ich ein bisschen runtergehen. Weil auf solchen Seiten, man muss immer eine neue Seite nehmen, weil solche Seiten kannst du nur einmal alle 24 Stunden machen. Deswegen ist das immer eine neue Seite. Weil die sind immer gesperrt. Pff, mein stand früher am Chat, du Cheater. Ja, ja. Dann kriegst du einen halben Punkt, weil wir gleichzeitig drauf kamen. Dann steht es 1,5 zu 1,5. So, dritte Runde. Bitte nennen Sie mir ein Wort. Nicht 5, nicht ernst. Wollen ja immer ein neues Wort haben, ne? Die letzte Runde gebe ich immer vor. Nö, 2-0 für mich. 1,5 zu 1,5. So, was nimmst du? Nenne mir ein Wort. Ein deutsches Wort, bestehend aus 5 Buchstaben, nicht 5, nicht ernst. Hast du eins? Hast du eins von mir? Kein Wort? Hallo? Nein? Nicht? Na gut, dann sag ich. Dann sag ich. Kamel. Ich bin einfach gut, ich weiß. Yeah. Nö, ich spiele nicht mit Leuten, die ein und Punkte prellen. Alle, wir hatten das gleichzeitig raus. Ja, das noch gleichzeitig raus. Ich prell hier nicht um Punkte. Ich habe gesagt, Ahnen, und dann habe ich das in dem Moment, habe ich das bei dir im Chat gesehen. Ja. Hummel wird mit 2 M geschrieben. Ah, M ist ja sowieso raus. Hotel. Ah, schade. Köttel. Aber das C ist ja eh raus. Oh, 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 oh. Der Pinsel. Hä? Ach so. Ja klar, sind ja auch mehr Buchstaben. Deswegen passt der Pinsel natürlich nicht. Ich dachte, mit Pinsel war ich gerade schlau. Hm.
Jetzt habe ich die ganze Zeit auch Pimmel im Kopf, ne? Mit einem Doppel-E ist, sowas wie Hein, Hüll, Hummel, Hummel. Ist das ein Wort? Sinel? Nee, ne? Sinel? Nee, ne? Klingt so undeutsch. Sinel. Was soll denn das sein? Wenn das jetzt ist, ne? Ha, falsch, nö. Keine Bibel. Aber du hast jetzt auch das I rausgenommen. Also brauche ich mir um Pimmel und Pinsel und sowas gar keine Gedanken mehr machen. Aber auf Bibel wäre ich gar nicht gekommen. Und Gabel ist ja jetzt auch komplett raus. Das A war ja schon vorher raus. Ob hier ein U ist? Tunnel. Tunnel. Nudel. Oha. Das ist es. Das ist es. Ich sag, das ist es. Oha. Ist es nicht, aber ein N ist dabei. Zwei Versuche nur noch. Und es ist auch kein U. Also alle Vokale sind raus. Also muss es ja nochmal ein E sein. Könnte auch mit einem E anfangen, ne? So, der Esel. Der Esel. Ich denke mal, hier ist ein N. Nel, irgendwas mit Nel bestimmt. Oder hier ist ein N. Aber in... En, also dann fängt das nochmal mit einem En, En und dann Engel, der Engel. Ja, du hast es auch raus. Du hast es vor mir raus, aber wir hatten das wieder gleichzeitig raus. Ja. Ich habe Vorlage gegeben, weil ich habe die ganze Zeit gesagt so Eng, Eng, Eng. Hä, wieso Cheater? Du warst ja schneller, aber wir haben das ja trotzdem gleichzeitig raus. Ich hab's ja gesehen bei dir, dass du es geschrieben hast. Vierte Runde. Ja, so wieder so hell, ne? So grell und hell. Möchtest du jetzt ein Wort vorgeben? Keine 5, kein Ernst, kein Kamel. 2,5 zu halb. Ich habe schon lange gewonnen. Gute Nacht. Okay, gute Nacht. Dann mache ich die letzten 2 Runden hier alleine noch. Ich nehme jetzt mal Polen. Ich nehme irgendwie immer nämlich gerne Polen. Ja. E und N ist drin. Ja, dann. Ich sag mal Beine. Oh.
B. Fangen wir B an. B. B. Fängt man im B an. Bühne. Ha! Komm mal, kaum ist Kat gar nicht mal da. Mach ich das hier easy peasy. Letzte Runde. Ja. Diese 2,5 zu 1,5. Ich kann auch ausgleichen. Ich kann auch ausgleichen mit dem Chat, auch wenn der Chat gar nicht mehr da ist. Selber schuld, wenn Chat nicht da ist. So, dann sage ich jetzt mal die Biene. Biene. Ein E am Ende. Dann sage ich... Dann sage ich die... Ah, geht ja gar nicht. Das Ende ist ja auch erst... Ich wollte jetzt Sahne sagen. Sollte eigentlich easy sein, jetzt noch ein Wort dazu finden. Und man denkt ja, in der fünften Runde hat man schon so viel nachgedacht. Gibt es hier die Kutte? Die Kutte. Okay, ein K ist mit drin. Ich hätte auch Karte nehmen können, ne? Ich Dummi. Hätte ich noch ein A und R abgedeckt. Jetzt geht ja Karte natürlich nicht mehr. Weil das T raus ist. Karte. Die Marke. Die Marke aber. Die Marke ist es. Es ist die Marke. No. Hallo, hast du dich erschrocken? Ich hab mich voll erschrocken. Erschrecke ja nicht meine Lolita, ja? Schlimmer Finger, du. White Panda, tu das nicht. Okay, es ist nicht die Marke, aber das K ist am Ende. K am Ende. K-E. Sag mal lieber hier ein Wort, ein deutsches Wort, bestehend aus 5 Buchstaben, mit K-E am Ende, ohne die bisher genannten Buchstaben. K.E. am Ende. Marke. Gibt's denn noch? Reimt sich an was auf Marke? Warte? War nicht lustig. Nee. Meine Arme. Jetzt braucht sie nachher viel Zuneigung wegen dir. War nicht lustig. Nee, die Arme. Das kannst du machen, wenn ich alleine bin, aber nicht, wenn ich Besuch hab. Spinnst ja wohl. Die Arme, ey. Karte. Karte geht nicht. A und R ist schon raus. Das T ist schon raus. Und es ist ja mit K-E am Ende. Wolke. Die Wolke. Ich dachte, du bist weg. Wehe, du ruinierst mir hier mein... Oh, ja, 3,5 zu 1,5. Ja, schade. Das war Wörtl für diese Runde. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Stream bei Wörtl. Vielen Dank. Tschüss. Mano.